zu dieser Woche in der Kinderuni. Habt ihr auch alle dran gedacht, euch draußen euren Ausweis abstempeln zu lassen? Das ist sehr schön. Wer doch auch nicht dran gedacht hat, hinterher könnt ihr das noch machen. Wir haben gleich mal noch eine Bitte, da immer noch ein paar Leute nachkommen, wir fahren da hinten wieder ein paar Lücken haben, dass ihr dann vielleicht wieder so ein bisschen mehr zusammen in die Mitte rutscht. Das wäre ganz klar. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, Annelie ist heute nicht da. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert, sie lässt euch schöne Grüße ausrichten. Und sie klang am Telefon auch sehr danach, dass es ihr wirklich leid tut, dass sie nicht kommen kann. Und dass man die Emotionen so über die Stimme hört, das ist ja schon etwas ganz Besonderes und etwas sehr Interessantes. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch gleich mal Dr. Martin Fiedler von der Hochschule für Musik und Theater hier in Rostock eingeladen, die euch darüber gerne etwas erzählen möchte. Und wir fangen auch gleich mal mit einem Video an. Hoffentlich mit Song. Sondern das war ein Mundakrobatiker. Ich habe ihn selber mal kennenlernen dürfen. Ich habe ihn in Stuttgart gesehen und war absolut begeistert. Ich hoffe, ihr könnt diese Begeisterung teilen, weil das macht er tatsächlich alles nur mit seinem Mund. Und das macht er auch mit seiner Stimme und nicht mit irgendwelchen Effekten. Ich habe ihn live gesehen und habe das wirklich beobachten können. Diese Begeisterung für Stimme habe ich eigentlich seit meinem Studium. Mein Name ist Marit Fiedler, ich bin Sprecherzieherin, Rhetoriktrainerin. Und werde euch heute in das Mysterium Stimme ein bisschen einführen. Stimme ist etwas, was mich selbst begeistert. Und ja, wenn das geht. Ja, genau. Und werde heute mit euch drei Sachen besprechen, über drei Themen mit euch sprechen. Das ist das zum einen, was verrät die Stimme, was schon im Titel anklang. Das zweite, wie entsteht unsere Stimme eigentlich? Was passiert, wenn wir Stimme bilden? Und zum dritten, warum wird daran überhaupt geforscht? Wen interessiert denn das eigentlich? Oder für wen ist das eigentlich gut? Fangen wir mit dem ersten an. Dazu habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht, womit ich ein bisschen auf Glatteis begebe, weil ich weiß, dass in Rostock Fußball ein heikles Thema ist. Jetzt muss ich erst mal fragen, wer von euch ist denn ein Fußballfan? Hey, hey, das sind einige. Und Frage zurück, Hände noch mal runter, wer von euch ist ein Hansa Rostock-Fan? Ich glaube, das ist fast identisch. Ich bin nicht so wirklich ein Fußballfan. Ich gucke immer mal Fußball, aber
Zweifel. Nehmen wir das mal an. Schreien wir. Ja, dann schreit man zum Beispiel ganz laut beim Fußball. Aber man kann natürlich auch Fan einer Mannschaft sein, die nicht Hansa Rostock ist. Ich weiß, das ist nicht so vorstellbar für die Hansa-Fans, aber wir stellen uns einfach mal vor. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Fan von Bayern München. Ich wäre begeistert. Das würdet ihr an meiner Stimme hören, diese Begeisterung. Jetzt brauche ich einen Hansa-Fan, der sagen würde, ich finde das blöd, dass Hansa, dass Bayern wieder deutscher Meister geworden ist. Wenn wir mal ein Mikrofon haben, für den Herrn vor. Und du musst es jetzt mal so sagen, das finde ich ganz doof. Den Bayern München ist schon wieder deutscher Meister geworden. Ja. Eindeutig Ablehnung, ja? Das heißt, unsere Stimme verrät etwas über unsere Einstellung zu dem Thema. Über Fußball zum Beispiel. Ob wir Fußball gut finden, Bayern München zum Beispiel, oder ob wir das finden. Genau. Schauen wir ein Stück weiter. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Dieser Satz ist erstmal so ganz neutral. Hans leiht mir seinen Bleistift. Kann man so erstmal hinstellen, vielleicht passiert euch das immer mal in der Schule, ein Freund euch was leiht, vielleicht den Radiergummi oder die Stifte. Und dieses Mal war es eben Hans gewesen. Jetzt möchte ich gerne mal ein Kind, der versucht, dieses fettgedruckte Wort am Anfang besonders hervorzuheben. Und dann brauchen wir das Mikrofon. Genau, vielleicht, genau, der Hans, sein Genau. Hans leiht mir seinen Bleistift und nicht Maximilian. Wenn wir das zweite Wort herausgreifen, wie wäre das denn dann? Vielleicht mal ein Mädchen. Hans leiht mir seinen Bleistift. Genau, der leiht mir seinen Bleistift und der schenkt ihn mir nicht. Ne? Weil das ist nur gebohrt, nur ausgeliehen. Okay? Dritte Variante? Genau. Mir. Genau. Der leiht dir den Bleistift. Leider nicht nur anders. Weil ihr den auch gerne habt. Das ist ein ganz besonderer, schöner Bleistift. Der ganz besonders schreit. Dann kann man natürlich auch sagen, diese Variante. Wer möchte es mal ausprobieren? Ich glaube, können wir schaffen das? Denn das Mädchen hat ein rosa. Genau. Hans leiht mir seinen Bleistift. Hans leiht mir seinen Bleistift. Und der hat ihn sich nicht gestohlen oder gemobst vom Nachbarn und leiht mir vielleicht den eher von Hans. Und zum Abschluss natürlich können wir auch noch das letzte Wort hervorheben. Wir können ihn dann laufen. Hans leiht mir seinen Bleistift. Bleistift, genau, richtig. Und nicht nur den Kugelschreiber oder den Feinliner vielleicht. Richtig. Okay, ihr seht also, man kann relativ viel damit ausdrücken. Jetzt ist meine Frage, was hört ihr denn, wenn wir etwas hervorheben bei der Stimme? Was ist anders? Kannst du es ganz laut sagen? Mach richtig laut. Man hört die Wörter besser. Und warum? Ja, vielleicht, genau, weil das mal so geschrieben ist. Weil sie lauter sind, richtig. Die Lautstärke ist ganz, ganz wichtig. Also ob etwas lauter oder leiser gesprochen wird, ja? Hans leiht mir seinen Bleistift. Ja, das ist lauter gesprochen, das Hans. Ja? Was noch? Denn noch eine Idee? Mal der Junge da, genau, ich. Weil man betont. Weil man betont. Ja. Und was ja, okay. Der Junge da mit dem weißen T-Shirt? Weil man das Kämpfen.
Aussprache, richtig, an der Deutlichkeit, wie deutlich ich etwas ausspreche, auch das höre ich. Was hört man noch? Sag du mal. Stimmlage, richtig, die Tonhöhe. Ob ich etwas hoch spreche oder ganz tief spreche. Genau. Und hast du noch eine Idee? Kann auch sein, genau, das kann auch sein, dass man lauter spricht und der andere dann weggeht, weil man so laut ist. Genau. Okay, ihr habt einiges gesagt, das Schneller habt ihr gar nicht gesagt. Man spricht nämlich auch etwas schneller aus, was betont ist. Ja, auch das ist ein wichtiges Beispiel, das hatten wir vorhin bei den Bayern München, ist wieder deutscher Meister geworden. Das spricht schnell aus. Wenn ich das langweilig und blöd finde, dann sage ich vielleicht, Bayern München ist wieder deutscher Meister geworden. Bin ich viel langsamer, ne? Genau, die Tonhöhe hattet ihr hier vorne gesagt, wie hoch ich etwas spreche. Die Deutlichkeit hatte der Junge vorhin gesagt mit dem weißen T-Shirt, ne? Wie deutlich man etwas ausspricht. Und manchmal hört man aber auch nichts. Eine Pause, auch das kann mit wichtig sein für das Sprechen. Okay, gehen wir also zu passenden zusammen. Einstellungen und Bedeutungen können wir hören. Ja? Jetzt möchte ich gerne mit euch ein kleines Experiment wagen. Und dazu brauche ich vier Kinder hier vorne. Oh, das sind ja mehr als vier. Dann hätte ich gerne das Mädchen dem lila gestreiften T-Shirt. Oh, das ist ja wie ihr wünscht ihr was. Den Jungen blau, genau. Das Mädchen mit den Fingern auf dem Kleid, genau. Bitte nicht gern. Und dann noch einen jungen, gelben, grünen T-Shirt da hinten. Genau. Ja, sehr gut. Die anderen können nicht schlafen, sondern ihr könnt einfach jetzt mit. Raten, weil das ist eure Aufgabe, müssen raten. Die vier Kinder kommen jetzt zu mir. Hallo, wie ist dein Name? Melinda. Du? Melinda. Melinda. Und? Matti. Matti und? Philipp. Philipp, okay. Wir haben da jetzt einen Satz stehen. Den könnt ihr euch erstmal durchlesen, zu einem Satz, für den ihr lesen könnt. Kannst du mir bitte mal helfen? Das sagt meine vierjährige Tochter ganz oft zu mir. Beim Anziehen, beim ins Bett gehen, beim Zähneputzen, irgendwie muss sie mir immer helfen. Sie sagt es aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich bitte euch jetzt, ihr kriegt von mir Smileys. Kennt ihr das? Smileys? Ja. So, ne? Die drücken was Unterschiedliches aus. Und ihr versucht mal diesen Satz so zu sprechen mit dem Smiley, der da drauf ist. Und ihr alle wartet, was es für ein Gefühl ist. Okay? Versuch mal den Satz zu sprechen. Fangen wir mal an mit Melinda. War das gut? Melinda. Kannst du mir bitte helfen? Okay, was denkt ihr? Was war's? Fröhlich, genau. Okay. Kannst du mir bitte mal helfen? Ja. Ja, was ist das? Mit dem rosa Pulli? Traurig. Traurig? Hat noch jemand eine andere Idee? Oh, das sind so viele. Dem schwarzen Mädchen vielleicht. Kannst du es ganz laut sagen? Stotternd? Ja, wann stottert man denn, der Junge mit der Brille? Traurig, ängstlich, ja. Ihr seht, es ist gar nicht so eindeutig. Ja, man kann das auch nicht ganz so eindeutig immer zuweisen, zumindest wenn man es erstmal nachmacht. Ein Schauspieler, der kann das meistens ziemlich gut, ne? Aber es ist gar nicht so einfach. Versuchen wir mal. Mach ich, ne? Kannst du mir bitte mal helfen? Kannst du das auch mal? Böse, genau. Wütend.
Das war ein Bild. Das war leicht. Und versuch du doch mal.
Sie bekommt von mir eine 6. Ihr müsst jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern Markus fängt an, dann liest du den zweiten Teil, den dritten und du fängst mit der Bilder an. Okay? So, und der Maxi darf jetzt. Was so? Machen Sie hier aus, aber das kann man dranbleiben. Du darfst jetzt raten, und zwar sollst du mir sagen oder uns sagen, was du hörst. Und zwar möchte ich, dass du mal auch hörst und überlegst, wie alt ist die Person, wo kommt sie eventuell her, ist es Mann oder Frau? Okay, wir fangen mal an mit dem ersten. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Sie wurden einig, dass derjenige für den Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzunehmen. Okay. Kannst du was sagen, Maxi? Wie alt ist derjenige war, die Person? Es ist auf jeden Fall eine ältere, von ungefähr zwischen 40 und 50. Und kannst du noch irgendwas sagen, wo derjenige vielleicht herkommt? Aus Deutschland. Okay, gut. Schon mal viel erkannt an der Stimme. Dann geht's weiter. Der Nordwind blies mit aller Macht an der See nach der Erde. Er blies bis Also noch nicht so alt ist.
du eine Idee, wie alt sie sein könnte? Ja, ich glaube, dass sie zwischen 10 und 15 oder 15. Thank you.
oder Frau bin, aber ihr habt gerade gesehen, das ist nicht ganz so eindeutig, wo man herkommt und auch etwas über den Gesundheitszustand der Person. Jetzt kommen wir mal zu dem Aspekt, was verrät denn die Stimme über euch? Und da gibt es drei wichtige Dinge. Das ist die Atmung, der Kehlkopf, alles das, was ihr hier vorne seht, das sind alles Kehlköpfe. Und zum anderen alles, was im Mund passiert.
müssen. Ja, genau. Also, ja, das geht richtig gut bei dir, genau. Dieses Flattern, hört ihr das? Das Flattern, das machen unsere Stimmlippen, wenn die Luft aus der Lunge an den Stimmlippen vorbeikommt und dadurch entsteht der Klang. Es entsteht eine sogenannte Schallwelle. Vielen Dank euch. Und jetzt schauen wir uns das zusammen nochmal an. Und ich hoffe, es macht es nochmal deutlich, wie der Klang entsteht. Vielen Dank euch. Fünf. Nach dem Kehlkopf haben wir oben den Mund. Das heißt, da ist es dann nämlich der Kiefer, der wichtig ist für das Sprechen, die Zunge und die Lippen. Das hat jeder von euch. Das ist ganz normal, denn wir sprechen jeden Tag und ganz oft wahrscheinlich. Und ich würde jetzt gerne mal mit euch probieren, was passiert denn, wenn ihr Laute von euch gebt. Das machen wir alle zusammen. Alle zusammen probieren das mal aus, und zwar fangt ihr mal an mit einem A. Ich mache es ganz kurz vor, wie ich das denke. A, I, O. Und ihr beobachtet, was passiert mit der Zunge und dem Kiefer und dem Lippen. A, I, O. Hat jemand eine Idee, was passiert? Das heißt, dass auch die Stimme natürlich wichtig ist, denn wir Sprache verarbeiten wollen.
seid, dann bin ich mir sicher, werden wir anders hören und mehr wissen über die Wirkung der Stimme und was eure Stimme verrät. Denn der Ton macht die Musik oder besser, die Stimme macht die Musik. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.